Hallo und herzlich willkommen zum Kunstimpuls im März. Heute wieder aus dem Kaiser-Wilhelm-Museum. Schön, dass ihr dabei seid. Unser Oberthema dieses KIPs ist Kunst und Konsum. Ja, wir freuen uns, dass das wieder möglich wird, mit Hilfe der Stadtwerke Krefeld AG und der Sparkasse Krefeld, ohne die diese Formate, die digitalen genauso wie die analogen Kunstimpulse, gar nicht möglich wären. Dann darf ich eine Kollegin vorstellen, Juliane Duft, die seit Mai 2020 bei uns ist, als wissenschaftliche Referentin und Kuratorin. Und Juliane Duft hat diesen Raum hier kuratiert, in dem wir uns befinden. Sie wird gleich sprechen über die Arbeit Warengestell von Katharina Fritsch. Das ist dann unser Wortimpuls. Danach kommen nochmal Wienke und ich mit einem kleinen Rätsel für euch. Aber das dann später. Jetzt viel Spaß mit Juliane Duft. In dem Raum, den ich neu sozusagen kuratiert habe, geht es um glatte Oberflächen, um glatte Bilder, um die Zugangsweisen, wie wir unsere Gegenwart begreifen und um den Kult, um das industriell hergestellte Objekt, das Produkt, was ein ganz wichtiger Teil unserer Gegenwart ist, was scheinbar gar nicht von Menschenhand gefertigt worden ist, sondern wie auf die Erde gebeamt erscheint. Das beste Beispiel dafür haben wir eigentlich alle als Designobjekt in unserer Tasche, bis dann in dieser glatten Oberfläche der erste Kratzer ist. Als Einstieg für diesen Raum möchte ich das Warengestell von Katharina Fritsch präsentieren. Eine eigentlich sehr frühe Arbeit aus den frühen 1980er Jahren. Die zeigt, wie diese Bildhauerin Katharina Fritsch, wurde 1956 in Essen geboren und lebt in Düsseldorf, sich der Frage widmet, was Skulptur eigentlich in unserer Gegenwart noch leisten kann. Man muss sich auch vielleicht in Gedanken rufen, dass zuvor, also seit den 1950er Jahren, Skulptur auch viel durch Männer geprägt wurde, geometrischen Grundformen, und es auch sehr monumental zuging im Feld Skulptur. Und sie macht jetzt ganz viele kleine Figuren, die so an Souvenirs, Snippets erinnern, den wir vielleicht im Urlaub kaufen und den wir so in unser Regal auch zu Hause stellen, um uns mit Dingen zu umgeben, die unsere Identität widerspiegeln. Sie stellt diese kleinen Figuren in ein Regal, was Teil der Skulptur ist, und es ist kein Holzregal, sondern ein spiegelndes Glasregal, was natürlich an Kaufhäuser erinnert, an Boutiquen, an die Art, wie Waren in unserer Welt inszeniert werden. Insofern arbeitet sie sich auch an dem Design unserer Gegenwart ab, ähnlich wie das eigentlich auch die Männer mit den Stahlskulpturen gemacht haben. Alle diese Objekte, die sie hier zeigt, sind im Prinzip als Modelle für Skulpturen zu verstehen und sind aber auch erstmal uns sehr bekannt. Insofern spielt sie einerseits mit diesen Bekannten, gleichzeitig verfremdet sie aber auch Bilder, die wir alle kennen. Archetypen, das sind symbolische Figuren, die scheinbar bei allen Menschen die gleichen Emotionen auslösen oder auslösen sollen oder die gleichen Assoziationen wecken. Insofern gibt es hier auch eine Verbindung zu diesen Skulpturen der Minimal Art, diesen geometrischen Grundformen. Vielleicht hier geht es vielmehr um kulturelle Grundformen. Sie stellt diese Modelle für ihre Skulpturen in ein Glasregal, was natürlich auch die Kunst selbst zur Ware erklärt. Sie bietet uns selbst etwas an und tatsächlich realisiert sie auch später diese kleinen Figuren dann als lebensgroße Figuren. Somit stellt sie natürlich auch sich als Künstlerin und ihre Rolle in der Gesellschaft in Frage, weil sie sich einfach fragt, bin ich nicht auch vielleicht jemand, der Waren und begehrliche Objekte, Dinge, die wir gerne sammeln und mit denen wir uns umgeben, produziert?
bin ich nicht genauso Teil von der Ökonomie. Und insofern kann man sagen, dass Katharina Fritschs Kunst an der Oberfläche oder an den Oberflächen unserer Gegenwart kratzt und schaut, wie eigentlich die Konsumwelt funktioniert, aber auch eben die Kunst funktioniert. Nämlich einerseits über diese kollektiven Bilder, die wir alle aus Märchen, Mythen, der Bibel kennen und gleichzeitig aber auch diese Verfremdung, die Inszenierung, die Manipulation. Und sie nimmt sich selbst als Künstlerin von diesem ganzen Spiel auch nicht aus. Jana hat wir uns quasi rausgesucht für unsere Spotify-Liste, die wir wieder anfertigen wollen für euch. Das ist also der erste Song in der Liste ist Spiegelsaal von Kraftwerk. Von mir gibt es einen Song von Deichkind, Dinge. Und hast du auch einen Song mitgebracht? Ja, ich habe auch einen Song mitgebracht und zwar Ich glotz TV von Nina Hagen. Ja, wir haben auch ein Quiz vorbereitet. Ich habe es ja schon angekündigt. Und die erste Frage, die wir euch stellen möchten, die bezieht sich nochmal auf Kraftwerk. Wir suchen einen Song und in diesem Song machen Kraftwerk den Menschen praktisch selbst zum Präsentationsort für Waren. Ja, die nächste Frage kommt von Wienke. Genau. Die Frage Nummer zwei. Gesucht wird hier ein bekannter Suppendosenhersteller, der als Motiv in verschiedenen Medien oft bei Andy Warhol auftaucht. Und die dritte Frage kommt wieder von Thomas. Ja, wir haben ja gelernt, dass Kunst und Konsum viel miteinander zu tun haben. Deswegen machen wir jetzt noch einen Schwenk in den Kunstmarkt. 2017 wurde das bisher teuerste Bild verkauft für 450 Millionen Dollar. Es zeigt den Christus. Salvator Mundi ist der Name dieses Gemäldes. Und wir suchen den Maler, ein sehr berühmter Maler, der dieses Bild gemalt hat. Ja, das war jetzt noch nicht alles. Wir suchen aus den drei Lösungsworten nur ganz bestimmte Buchstaben. Und jetzt müsst ihr notieren, bei Frage 1 suchen wir Buchstabe 4 und Buchstabe 10. Bei Frage 2 suchen wir Buchstabe 2 und Buchstabe 3. Und bei Frage 3 suchen wir Buchstabe 4, 7 und 12. Wenn ihr diese Buchstaben habt, legt sie vor euch aus, puzzelt sie so zusammen, dass ein Wort daraus entsteht. Und wenn ihr es habt, werdet ihr es auch sofort erkennen, dass es das Richtige ist. Viel Spaß dabei. Genau, es klingt ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet das sicherlich herausfinden. Zu gewinnen gibt es übrigens eine Jahreskarte, damit auch ihr in Zukunft, wenn man wieder darf, etwas Kunst live konsumieren könnt. Und ich möchte jetzt gerne nochmal auf den nächsten Kunstimpuls hinweisen. Der wird sein am 1. April und hat Beuys als Thema. Mit dabei sein wird unsere Kuratorin und Beuys-Spezialistin Dr. Magdalena Holzey. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid und verabschieden uns bei euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.